Was geht, Bönische Nation? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name lautet Danny Bönisch. Und willkommen zu einem kleinen Review von mir. Das ist eigentlich mein erstes auf meinem Kanal, glaube ich sogar. Ja, ist sogar mein erstes. Oh mein Gott, was für eine. Keine Ahnung, wie viel das wollte ich eigentlich. ja, heute habe ich etwas bekommen, wo ich wirklich lange drauf gewartet habe. Denn ich wollte damals immer einen bestimmten Controller für meine Xbox haben. Für meine Xbox 360 war es damals noch. Und ich habe mich nie wirklich drum gekümmert und ich glaube, jeder weiß mittlerweile, um was es geht. Es geht um den Xbox One Scuf Controller. Denn mittlerweile habe ich mich drum gekümmert, habe die Entwickler angeschrieben, die haben nett geantwortet, ich habe ihn in Skype geedit und ich durfte mir eine Tarnung für den Controller aussuchen und das ist er. Ich persönlich habe mich für die grüne Tarnung entschieden, weil sie mir am meisten gefallen hat. Außerdem ist grün und gelb meine Lieblingsfarbe. Und deswegen fand ich es einfach extrem passend. Und so sieht er aus. Auf den ersten Blick sieht er ganz normal aus wie ein normaler Xbox One Controller. Aber er ist ganz, ganz anders. Und was anders ist, werde ich euch später im Gameplay zeigen. Und erstmal hier erläutern, was alles anders ist. Und was anders ist außer das Aussehen. Weil das Aussehen ist natürlich nicht so relevant. Aber ich finde es extrem geil. Übrigens, ich habe einen Link in der Beschreibung gepackt, das ist die Homepage von denen, wo ihr euch alle Controller ansehen könnt. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, für welche Farbe ihr euch entschieden hättet. Ich persönlich hole mir wahrscheinlich noch einen, in Gelb dann allerdings. Das wird extrem geil, in Gelb sieht auch extrem geil aus. Könnt ihr euch ja gerne einen Link in der Beschreibung ansehen und mir sagen, für was ihr euch entschieden hättet. Aber ich persönlich habe jetzt in dem Moment grün bevorzugt, außerdem ist das so eine Art 8-Bit-Tarnung, wie ihr sehen könnt. Keine Ahnung, wie man das nennt, aber ich persönlich, ja, nenne das jetzt einfach mal so. Sieht ziemlich geil aus, finde ich. Und was sich alles verändert hat. Und zwar, wie gesagt, am Anfang sieht er noch aus wie ein normaler Controller. Und vorweg will ich noch sagen, für wen er überhaupt geeignet ist. Wenn ihr schlecht seid, dann könnt ihr eigentlich das Video jetzt schon wegklicken. Weil das Video, dieser Controller meine ich, ist nicht für Leute gedacht, die schlecht sind. Also holt euch den auf keinen Fall, wenn ihr schlecht seid. Dann wäre es nur eine Geldverschwendung. Wenn ihr allerdings mittel bis sehr gut seid, dann würde ich ihn ja holen. Es reicht auch nur mittelgut sein, genau wie ich im Moment. Ich bin im Moment so mittel bis gut, also von Natur aus, weil ich es nicht so oft schaffe zu spielen leider, weil ich sehr beschäftigt bin. Ich zocke meistens nur mit euch. Road to Commander zocke ich eigentlich immer mit euch nur live. Also ich zocke nicht noch in meiner Freizeit sehr viel. Ab und zu mal, aber wirklich nur ganz selten zocke ich ab und zu mal in meiner Freizeit. Aber es kommt wirklich sehr selten dazu, sorry. Weil, ja, es ist einfach sehr, sehr zeitaufwendig und ich habe einfach so viele Sachen zu tun, noch beim zweiten Kanal und so weiter und so fort. Deswegen ist der Controller perfekt für mich geeignet. Und zwar kommen wir zur ersten Sache, die am unwichtigsten ist. Zum einen, die Farbe sieht anders aus. Das ist das Allerunwichtigste, aber es ist für mich relevant, weil ich finde, mit einem gut aussehenden Controller zu spielen, macht schon mehr aus. Ich meine, wir können ja mal gerne die Unterschiede hier festlegen. Das ist der normale und das ist der, oh mein Gott, ich sehe es gerade auch in der Kamera. Also es ist schon wirklich, wirklich ein kranker Unterschied, finde ich. So, der nächste Unterschied ist, es gibt hier so viel zu erwähnen. Es hat hier hinten einen Grip. Das heißt also, wenn ihr schwitzt oder sowas in den Händen, was nach langen Zocker-Sessions gerne mal passiert, ihr rutscht nicht mehr. Also bei mir ist es vor allem so, vor allem im Sommer, ich schwitze ganz gerne mal an den Händen, vor allem wenn ich länger mal zocke, vor allem längere Aufnahmesessions mache. Bei euch ist es dann wahrscheinlich halt auch länger zocken. Dann rutscht ihr nicht mehr. Also es bleibt und ist gemütlich wie am Anfang. Es ist wirklich krass. Und der nächste Grund ist, und zwar sind das die Sticks, ein sehr, sehr wichtiger Grund. Ich kann ja mal gerne zur Seite, ja, jetzt müsstet ihr es sehen, und zwar dieser eine Stick, er ist nach außen gewölbt. Das ist bei der Xbox One, beim normalen Controller nicht so. Die beiden Sticks sind nach innen gewölbt und ich finde, dass der Stick, mit dem man zielt, wenn er nach außen gewölbt ist, dass man wesentlich präziser ist, dass man ein viel besseres Aim hat. Das war ja auch damals bei der PS3 so, ich weiß gar nicht, bei der PS4 ist er, nee, einfach gerade der Stick oben, aber hier ist er nach außen gewölbt. Das heißt also, euer Aiming wird verbessert. Der linke Stick im Gegensatz ist ganz normal nach innen gewölbt. Das ist aber vollkommen egal, denn mit dem linken Stick, damit läuft ihr ja, also, ne, genau. Die ganzen beiden Sticks sind aus Gummi. Das bedeutet also, wenn ihr, ja, damit läuft oder damit zielt, dann rutscht die auf keinen Fall. Das ist so eine Art Hartgummi irgendwie. Es ist ziemlich, ziemlich hart. Sagt sie auch mal, wenn sie bei mir ist. Auf jeden Fall, es ist sehr, sehr hart. Und es fühlt sich sehr, sehr gut an. Also, ihr rutscht einfach nicht mehr. Ich sollte vielleicht loslassen, damit ihr nicht denkt, dass ich einen Fehler mit dem Controller habe. Das ist nicht so, wie es aussieht. der nächste Grund ist, das ist der vorletzte Grund, der für mich am wichtigsten war. Der zweitwichtigste Grund, meine ich. Und zwar die Sticks hier.
Und zwar, dass ihr werdet das auch im nachfolgenden Gameplay sehen. Und zwar immer, wenn ich den Gegner sehe und ihn abschießen will oder sowas, dann schieße ich einfach wesentlich schneller als er. Weil hier wurde irgend so eine Art Blockade eingerichtet bzw. eingebaut. Das bedeutet also, wenn ihr schießen wollt, dann braucht ihr nur noch ganz, ganz wenig. Ihr müsst nur noch ganz wenig drücken, bis ihr überhaupt schießt. Das bedeutet also, während der Gegner den ganzen Knopf hier nach unten drücken muss, könnt ihr einfach, ja, seid ihr schon am Schießen. Es ist einfach so, wie es ist. Ihr seid einfach wesentlich schneller. Jetzt denken einige, ja, es handelt sich hier nur um Millisekunden. Aber bei egal welchem Ego-Shooter-Spiel meine ich, denn dieser Controller ist natürlich nicht nur für COD gedacht, sondern auch sehr, sehr gut für Battlefield. Sehr, sehr gut für Battlefield und auch sehr, sehr gut für Titanfall und allen anderen Ego-Shooter-Spielen, die es gibt. Für normale Spiele ist es halt gemütlicher zu spielen, also selbst wenn ihr keinen Ego-Shooter spielt, trotzdem sehr, sehr gemütlich, also gemütlicher als normaler Controller, aber für Ego-Shooter hauptsächlich gedacht und deswegen auch kreiert. Es geht ja in COD um Millisekunden, genau wie beim Ping. Ihr stellt euch mal vor, ihr habt einen 100er Ping, der Gegner hat einen 50er Ping, dann wird euch der Gegner, wenn ihr gleichzeitig losschießt, auf jeden Fall umbringen. Und es handelt sich wirklich nur um Millisekunden bei Zweikämpfen und meistens sogar. Und hier ist es genauso, es handelt sich nur um Millisekunden, aber dieser kleine Vorteil, der bringt euch dazu, die meisten Zweikämpfe einfach zu gewinnen, beziehungsweise als Sieger herauszugehen. Und das finde ich doch sehr, sehr schön. Der nächste Grund, und das ist für mich der allerwichtigste Grund, ist, dass immer, wenn ich messern wollte, musste ich von dem rechten Stick loslassen und den B-Knopf drücken zum Messern, weil ich die Taktiksteuerung benutze. Und das wollte ich nicht mehr tun, das war der Hauptgrund, weil ich einfach nicht mehr messern konnte. Deswegen, dahinter befinden sich ganz genau zwei Sticks, wenn ihr auf die Daufe drückt, ich kann ja mal gerne, es hört sich ganz genau so an, es macht ein kleines Geräusch. Und es gibt ganz genau zwei Sticks, der linke Stick von euch aus ist für Springen gedacht und der rechte Stick, also auch beim rechten Knöpfen, ist für das Messern gedacht, beziehungsweise wenn ihr die Taktiksteuerung ausmacht, in die Standardsteuerung umändert, dann ist er für Hindeln gedacht, also fürs Hindeln gedacht. Und ihr könnt es so einstellen, wie ihr wollt. Entweder ihr mögt es hier zu messern oder hier zu euch hinzulegen. Das könnt ihr selber einstellen. Und hier vorne könnt ihr genau dasselbe tun. Also je nachdem, was ihr hier nicht könnt, könnt ihr bei diesem Button. Das bedeutet also, ihr könnt immer und immer wieder, beziehungsweise ihr müsst nie wieder den Finger vom Button loslassen, sondern könnt einfach immer den Finger auf den Button drauflassen. So, jetzt kommen wir. Und zwar der einzige Grund, wieso ihr den Button loslassen müsst. Ich meine den Stick, ist nur um nachzuladen, aber das Ding ist, und die Waffe zu wechseln, genau, die Waffe zu wechseln und nachzuladen. Das ist allerdings vollkommen egal, weil während ihr die Waffe nachlädt oder während ihr die Waffe wechselt, könnt ihr sowieso nicht schießen, deswegen ist es nicht wirklich relevant. Dazu gibt es übrigens auch einen Xbox One SCUF Gaming Controller mit 4 Sticks dahinter. Also es ist wirklich, es gibt wirklich alles, also ihr könnt auch 4 Sticks hinten dran machen, da könnt ihr die Sticks für die ganzen Button hier verwenden und müsst nie wieder euren Finger halt von dem Controller loslassen. Und es gibt einfach so viel zu erwähnen. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, es lohnt sich für die Leute, die mittel bis sehr gut sind, für die anderen Leute leider nicht. Die würde ich erstmal empfehlen, erstmal ihr Movement hinzubekommen und so weiter und so fort. Das habe ich ja drauf, nur halt wie gesagt, wenn man nicht mehr so oft zockt, beziehungsweise nicht zocken kann, dann ist es für Personen auch sehr, sehr gut geeignet. Auch für Leute, die immer zocken, also immer Ego-Shooter zocken, also wirklich auch, ja sagen wir mal, ziemlich, ziemlich oft, auch so hobbymäßig und so weiter und so fort. Für die ist es auch wirklich sehr, sehr perfekt und ich bin wirklich sehr, sehr happy. Deswegen wollte ich mich nochmal im Video bei den Entwicklern bedanken. Vielen Dank für diesen SCUF-Controller. Ich hole mir wahrscheinlich noch einen von euch, der allerdings ganz gelb aussieht. Also den würde ich mir dann auch dann kaufen, weil es lohnt sich wirklich. Es ist wirklich, wirklich cool. Lasst mich mal bitte in den Kommentaren wissen, für welche Tarnung ihr euch für welche Farbe ihr euch entscheiden würdet. Und ob ihr euch einen holt, das würde mich sehr interessieren. Wie gesagt, es ist nicht für jeden. Ich habe es ja gerade erläutert, für wen das alles ist. Er funktioniert genauso wie mit Batterien. Und ihr könnt auch an dem rumwerkeln. Und zwar habe ich hier einen Zettel. Das ist ziemlich witzig, weil hier ist auch so ein kleiner Schraubenzieher, wie ihr sehen könnt. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber ihr müsstet eigentlich. So ein kleiner Schraubenzieher, das ist das hier. Damit könnt ihr zum Beispiel, was könnt ihr damit alles machen? Genau, ihr könnt den Grip verändern. Es gibt ein anderer Grip ist dazugekommen. Also falls euch der nicht gefällt, was ich zwar nicht nachvollziehen könnte, weil er eigentlich perfekt ist, dann könnt ihr einfach ausschrauben mit diesem Schraubenzieher hier und einen anderen da reintun. Und ihr könnt auch diese Button hier, ich denke, man kann die sogar noch selber customisieren, ich glaube, das sagt man so im Englischen, und selber entscheiden, ab wann
ja, der Controller darauf reagieren soll, dass ihr schießt. Also ich finde es, wie es jetzt ist, perfekt. Besser geht's gar nicht. Deswegen, ich lasse einfach alles so, wie es ist. Ich will da gar nicht drum rumschrauben. Da habe ich gar nicht so das Bedürfnis dazu. Aber gut, das war's auch mit dem Review jetzt. Es geht schon ziemlich lange und ich muss sagen, ja, es geht schon wesentlich zu lange. Ich packe noch ein Gameplay hinten dran, damit ihr... Ich will euch wirklich einen guten Einblick in die Welt des Scuf Gaming Controllers geben, weil es ist doch nicht für jeden gedacht und ich will, dass ihr euch wirklich entscheidet, auch sehr, sehr gut entscheidet, weil ich will euch hier nicht wirklich was verkaufen und auch nicht sagen, dass es was für jeden ist. Deswegen, ich habe noch ein Gameplay hinten angehängt, damit ihr euch ein bisschen besseren Eindruck verschaffen könnt. Die Tode, die ich im Gameplay bekommen habe, ich habe es nämlich schon vorher erspielt, das Live-Commentary, die war meine eigene Dummheit, also es lag nicht am Controller oder sowas, aber ich hoffe, ihr kriegt einen Einblick, was er alles so bringt und deswegen wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gameplay und ja, los geht's. Hier sind wir jetzt auch, ich spiele mit der MSSB, heißt die, glaube ich, keine Ahnung, da sieht man, was für ein Ghosts-Fan ich bin, MSBS. Ich kenne nicht mal alle Waffen auswendig und so weiter und so fort. Aber wir spielen mit dieser Waffe, weil ich hier sehr, sehr auf ja, Reaktionszeit und Aiming zu, ja, mit Aiming sehr viel zu tun hat und so weiter und so fort. Deswegen lass uns loslegen. Bin sehr, sehr gespannt. Verdammt, ich habe keinen Ninja dabei, ne? Fällt mir gerade auf. Moment mal. Einen Moment. Die M-Tar hat Ninja dabei. Schade. Oh Mann, aber die M-Tar ist gerade für diese Klasse nicht so gut. Oh mein Gott, von links. Oh, weißt du was? Ich nehme doch lieber die Ämter, weil ich habe leider vergessen, Ninja einzupacken. Deswegen. So. Komm schon, stirb, Mann. So, der ist da oben, den wollen wir killen. Komm. Ja, du musst sterben, mein Freund. Du musst sterben, mein Freund. So, das sind halt die... Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, ich bin so schwach gerade. Die Leute kommen von da. Die spawnen immer ganz gerne hier eigentlich. Ja, habe ich doch gesagt. So. Kann man auch die Waffe austesten. Oh, das ist eigentlich ziemlich geil. Oh mein Gott. Verbündete SATCOM aktiv. Da kommt von rechts und von links. Keine Ahnung. Ich glaube, von oben hat er mich gesehen. Da ist er oben. Okay, wir gehen ihm einen kleinen Besuch abstatten. Der geht da lang. Er hat mich vergessen. Er denkt, ich komme nicht mehr. Ja, ich komme doch, mein Freund, ich komme doch. Hat er vielleicht eine bessere Waffe? Moment mal, da kommt einer hoch, den höre ich gerade. Nee, der kommt hier nicht hoch. Der kommt hier lang, what the fuck? Ich dachte, die kommen hier immer hoch. Nein, was? Den habe ich gar nicht, oh wow. Ich hab ihn gehört, aber ich habe ihn irgendwie nicht... Ich war dann nicht mehr in der Lage, ihn zu killen, leider. Der ist da oben immer noch. Ich denke mal, ich muss seine Waffe aufheben. Weil ich habe definitiv die falsche Waffe für die... Ja, für die falsche Map. Der muss definitiv hier oben sein, hundertprozentig. Das ist sein Spot. Sag mir bitte nicht, er ist hier nicht oben, oh mein Gott. Wo sind die alle? Ach da. Ja, jetzt versucht er wieder zu seinem Spot zurückzukommen. Wird er dauerhaft versuchen. Wir müssen es aufhalten halt. Unter mir. Nee, von rechts. Oder von hinten, keine Ahnung. Was? Er wurde gekillt. Oh mein Gott. Ich laufe mal ein bisschen hier rum. Oh mein Gott, ich wurde gesniped. Vor allem das Schlimme ist, hier muss immer einer führen irgendwie. Ich verstehe das nicht. Ich meine, gut, ich spiele jetzt nicht so toll, aber hier müsste immer einer führen, immer. Da oben ist einer. Ein extremer Camper, meine Freunde. So, vielen Dank. Nehmen wir die Pistole raus. Kann ich jetzt ja auch machen, weil ich schneller schießen kann. Davor konnte ich die Pistole nicht benutzen, bin ich ganz, ganz ehrlich. Ich war wesentlich so schlecht mit denen. Und ihr seht schon, diese... Für diese Map ist das die falsche Waffe, die ich da benutze. So, vielen Dank für den Kill. Wachhund. Hey, ich bin wieder da. Hey. So, mein einer Wachhund ist ja schon draußen. Den brauchen wir nicht erstmal rausholen. Das geht gar nicht, stimmt. Oh, okay, sie haben bereits einen Hund, stimmt. Gut, ich wollte mal austesten, was passiert. Gut, vielen Dank für den Kill, mein Freund. Ich weiß es zu schätzen. Geh mit deiner Vektor. Mit Rotpunktvisier, sehr schön. Ich liebe die Vektor, die ist hier so gut. Verdammt. Kein Problem, Leute, ich habe einen zweiten. So. Da ist da irgendwo hinten. Der Wachhund ist eigentlich sehr, sehr... Ach, wisst ihr was, ich habe eine Setcom noch. Habe ich gar nicht gesehen. Da hinten. So, vielen Dank. So, vielen Dank. Oh mein Gott. Dieses Ding müsste verboten werden, ernsthaft. Das ist echt krass, also was man mit diesem Ding anstellen kann. Ich weiß nicht, ob ihr seht... Aber man kann einfach besser, ja. Oh mein Gott, okay, das ist jetzt sehr schlecht.
Wisst ihr, was ich mache? Hui, flieg! Verdammt, nicht bekommen leider. Da ist er hundertprozentig. Maniac Juggernaut. Wollen wir den einsetzen? Nee, ne? Das zeigt gar nicht, was wir alles machen können mit diesem Ding. Nee, das zeigt's gar nicht. Wir können ja mal gerne snipern aus Spaß. Ich lege jetzt nicht so viel Wert aufs Gameplay. Ich will euch halt nur zeigen, was ihr alles machen könnt mit diesem Ding. Mal sehen. Ja, gut, mein Hund macht alles gerade in dem Moment. Wir können hier gerne kurz mal warten, vielleicht jemand snipen oder sowas. Extrem krass, was hier vor sich geht, Leute. Da ist einer oben. Schade. Ich dachte, wir können ihn bekommen. Nein, 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 nein. Ja, haben wir ihn bekommen. Durch die Bäume. Sehr schön. Ist doch das, was ich sehen will, meine Freunde. Ist ganz genau das, was ich sehen will. Nein. Oh, da kommt keiner mehr. Ich wollte jetzt den Koffer aufheben. Das wird zu riskant. Von unten kommt. Nein. Nein, was? Habt ihr gesehen? Ich hab... Alter, ich hab ihn sogar noch getroffen. Nein, pack das weg, pack das weg, pack das weg. Wir nehmen den, wir nehmen. Genau, das, alle, jeder nimmt mal Drohung. So. Platzieren wir die Satcom hier, genau. Ja, ihr seht schon. Es funktioniert, es geht, es ist unglaublich, unglaublich. Wie schnell das alles funktioniert hier. Wie schnell das alles geht. So, weil, ich weiß nicht, ob er auf K war. Was ist das? Ich heb einfach mal auf. Nein, ich hab ihn sogar... Okay, ich töte ihn. Na, was? What the fuck? Beruhig dich mal, Alter. Beruhig dich mal. So. Also, wie ihr seht, es gleicht quasi mein weniger Spielen ein bisschen aus. Ich weiß gar nicht, ob er den Baum jetzt hochgeklettert ist oder nicht. Ja, jetzt macht er es. Es gleicht es ein bisschen aus, aber wenn ihr schlecht seid, dann bringt es eigentlich gar nichts. Das geht jetzt immer ziemlich hart, so wenn ihr schlecht seid. Aber, ja, weiß nicht, wenn man nicht so gut ist, sag ich mal. Und ich spiele gerade auch nicht so toll. Also wenn ich viel Call of Duty spiele, muss ich sagen, ich bin wesentlich besser. Und für mich ist es wirklich sehr, sehr gut geeignet. Oh, der wurde gekillt. Der wurde mir quasi geklaut. Aus meinen Händen entfernt. Meine Vase, die ich bestellt habe. Oh mein Gott, was? Alter Schwede mit seiner scheiß Waffe. Ich wette jetzt mit euch, zum Schluss sterbe ich noch extrem. Das war mir immer der Fall. Immer richtig krass. Gut. Stellen wir ein Geschütz auf. Was? Das will ich sehen. Ey, das ist ja gar nicht. Das ist ja mal gar nicht fair. Ich könnte zwar dieses Ding benutzen, aber das bringt ja mal gar nicht hier in Frame for alle. Der Juggernaut. Das bringt leider nur ein Team spielen, denke ich. Ja, jetzt sterbe ich extrem, extrem auf. Ich will es nicht so gerne über 10 Mal sterben. Aber wenn das der Fall ist, dann... Ja, ich hoffe, ihr seht trotzdem, was die Controller jetzt anrichten kann. Wow! Wow! Von überall! Ich hoffe, das neue Advanced Warfare wird mehr gespielt. Weil ich habe keine vernünftigen Lobbys gefunden. Auch immer in eine Lobby reingejoint, die voll war. Ja, sowas finde ich immer, sowas finde ich. Alter. Wisst ihr was, ich will mich auch gar nicht beschweren, so. Ich hätte einfach nicht langlaufen sollen und gut ist. Denke ich mal. Ich will auch mir abgewöhnen, weniger Ausreden zu suchen. Aber ich hoffe, ihr könnt sehen, was ihr mit diesem Ding alles anstellen könnt. Es ist wirklich nicht normal. Ich hebe mal kurz seine Waffe auf. Die Honey Badger. Ich werfe mal kurz eine Semtex, ich meine eine Granate drüber. Da hinten ist einer. Ich dachte, ich sterbe jetzt schon wieder. Das wäre so komisch, diese Tode. Es ist einfach so, ja, wie so random einfach. Was? Das meinte ich. Wie random kann man nur sein? Also das ist jetzt wirklich schon... Das ist schon peinlich. Tut mir leid, ich lasse es trotzdem hoch, weil... ne, ihr wisst schon. Ich würde mal gerne damit MW2 oder sowas spielen, das wäre geil. Ja, gut. Wow. Also... Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist eine Art... Ich fühle mich so ein schlecht, weil ich mit so einem überpowerten Controller, der sollte echt verboten sein, finde ich. Also der ist echt heftig gut.
zum Teil so schlecht abgeschnitten habe, aber irgendwie sind die ganzen Sachen so random, irgendwie spawne, bin sofort wieder tot, irgendwie wird man immer sterben irgendwie, also es ist wirklich sehr, sehr random, was hier geschieht, gerade hier in Ghost. Vor allem, ich konnte auch wirklich sehr, sehr wenige Lobbys noch finden, weil ich auch die Mapbox deinstallieren musste und so weiter und so fort, und ich habe es in Ghost gemacht, weil Ghost das einzige COD war hier auf der Xbox One. Aber das geht auch in Battlefield, das geht in Battlefield, das geht in COD Ghost, das geht in fast allen Sachen. Also das ist nicht nur für Call of Duty gemacht. Deswegen, wenn ihr Interesse habt an den Controller, Link in der Beschreibung, schreibt mir mal in die Kommentare, für welche Farbe ihr euch entschieden hättet. Sorry, ich bin noch ein bisschen durch, weil ich vor kurzem erst aufgestanden bin und dann bin ich immer nicht so ganz wach. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn das der Fall war, vergesst auf keinen Fall, das Video mit einem Daumen nach oben zu bewerten. Mir, wie gesagt, in die Kommentare zu schreiben, für welche Tarnung ihr euch entschieden hättet und ob ihr euch auch einen holt, genauso wie ich. Und dann abonniere jetzt unseren Kanal, um der böhmischen Nation beizutreten. Und dann sehen wir dich im nächsten Video wieder. Tschüss.